4. Okay. Ich finde, dass wir genau das auch einfach drin lassen sollten. Okay, es ist Folge Nummer 4. Hallo Petra. Hallo Aline. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe schon einen langen Tag. Ich bin seit 3 Uhr wach. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr und ich bin seit 3 Uhr wach. Genau. Ja, heute geht's, oder gestern haben wir uns überlegt, was wir machen. Und wir wollen heute über das Thema Spazieren gehen mit dem Hund reden. Genau, und zwar unter dem Motto, der perfekte Spaziergang, aber nicht aus Sicht des Menschen, sondern aus Sicht des Hundes. Aber wir werden euch Menschen auch ein bisschen einbauen. Ja. Ihr zählt auch ein bisschen. Ja, die Menschen müssen halt mitgehen. Leider. Die müssen mitgehen halt, und gut aufheben. sehr, sehr nice. Ja, man merkt übrigens schon, wir sind sehr lustig drauf heute. Ja, das werdet ihr jetzt merken, weil wir haben einen neuen Knopf hier an dieser Maschine entdeckt, genau. Der wird jetzt gleich kommen. Nämlich, genau. Wir starten ja immer mit dem Learning der Woche. Ja. Yeah. Und soll ich den vor oder nachher drücken? Ich finde eigentlich, das Timing hat super gepasst. Super gepasst. Dann starte los diesmal du. Mein Learning der Woche war sehr auf mich selbst bezogen. Und zwar, dass ich mir Dinge zutrauen darf. Yeah. Und dass, wenn ich mit Selbstbewusstsein in Situationen reingehe, dass sie dann okay bis sogar ganz gut werden. Genau. Und zwar das konkrete Beispiel war, dass Petra mich auf ihre KundInnen losgelassen hat und alleine gelassen hat in der Situation. Oh. Das klingt jetzt sehr negativ, aber ich wollte es eigentlich sehr positiv erzählen. Nämlich, es war für mich einfach ein super Learning, weil ich schon ganz kurz so einen kurzen Moment hatte von okay, aber eigentlich, ich habe ja noch nicht mal meine Ausbildung begonnen. Hilfe, voll, was mache ich da jetzt? Ich kann ja gar nichts, aber ich dachte mir, nein, wenn die Petra mich da reinschickt, dann vertraut die mir. Und wenn die Petra mir vertraut, werde ich mir wohl auch selbst vertrauen können. Und ja, turns out, es war super cool. Ja, und ich habe dich ja nicht zu irgendwas hingeschickt, sondern das war was, wo ich genau gewusst habe, dass damit beschäftigst du dich die ganze Zeit mit deinem eigenen Hund. Genau. Und du bist ja schon einiges mitgegangen. Und ich habe ja auch gefragt, ob du dich wohlfühlst dabei. Und ich meine, die Kundinnen haben mir nachher geschrieben, danke, danke, danke. Alina hat uns so geholfen. Das war so schön. Ja, das war echt nice. Ja, vielleicht nebenbei, ich habe gelernt, ich kann euch losschicken und auch meinem Bauchgefühl vertrauen. Das war ja auch so ein bisschen so, nee, ich glaube, das passt. Habe ich nochmal gefragt und man dachte, nee, das ist genau das, was Alina ja eh macht die ganze Zeit. Das heißt, das wäre schon Learning, aber Petra hat noch ein anderes Learning. Nämlich auch von dieser Stunde. Und zwar, wir haben ja wirklich individuell, jeder Hund bekam eine Praktikantin und ich habe dann eine übrig gehabt und da ging es um das Thema Leinenführigkeit. Da werden wir heute eh noch so ein bisschen drüber reden, weil das gehört ja auch so ein bisschen mit zum Spazierengehen. Und da sind ja so viele Bilder im Kopf noch und die war so lieb mit ihrem Hund. Und die kriegt natürlich auch Infos vom Internet und aus der Nachbarschaft und wo auch immer her. Und die hat noch so ein bisschen halt auch von Leuten wahrscheinlich gehört, ne, der Hund darf nicht Entscheidungen treffen und ich gehe dorthin, wo ich will und so weiter. Und der Hund war so entspannt immer hier im Training. Und ich habe den Hund einfach liegen lassen oder schnüffeln lassen und bin da jetzt nicht losmarschiert. Und als sie gefragt hat, na darf ich den einfach, wenn er sich hinlegt, weil der legt sich oft beim Spaziergang offenbar hin und genießt die Sonne oder was auch immer er da machen will. Und ich so, ja klar, kannst du das zulassen? Und gefühlt war die so erleichtert. Hm. Nur mit dieser Info. Und es war wieder so ein Learning, dass es beim Hundetraining nicht nur darum geht, wirklich was vorzuzeigen und Informationen zu geben, sondern manchmal ist es einfach nur eine Sache, die wir sagen, die ganz viel für dieses Team verändert. Und ich glaube, das sind auch so Magic Moments, die mir ganz viel geben. Ja, voll schön. Genau, nicht nur auf die Technik fokussieren. Learning, wirklich schauen, was brauchen die Leute gerade. Den Leuten einfach auch Selbstvertrauen geben. Ja, und ihnen auch zuhören. Ja. Mhm. Cool. Ja, dann starten wir auch gleich mit der Folge. Und zwar passend zu unseren Learnings, das Thema Spazierengehen mit dem Hund. Genau. Und warum wir uns das ausgesucht haben, weil es ja ganz viele Bilder in den Köpfen existieren vom Spazierengehen mit dem Hund.
Ja, wir sehen andere Menschen. Vielleicht, wenn ihr noch keinen Hund habt, freut ihr euch ja schon auf euren Hund und dann seht ihr andere Menschen mit ihren Hunden spazieren gehen. Und es sind ja meistens die, die an uns vorbeiziehen, die wir da sehen. Mhm. Und dann entstehen in unseren Bildern Köpfe, in unseren Köpfen Bilder. Ja? Und ganz oft sind es ja auch Leute, die besonders auffallen. Ne? Vielleicht jemand, der seinen Hund eben bei Fuß ganz perfekt, in Anführungsstrichen, ja, trainiert hier, ja, vorbeiführt, der unser Bild vom Spaziergang prägt. Oder es ist die ältere Person, die mit dem Hund durch den Garten, durch den Park schlurft. Oder es ist die Petra, die samstags im Park hippiemäßig neben der Tai-Chi-Gruppe dort mit den Hunden so ein bisschen abhängt. Und das ist das Bild. Warum wir das gleich mal so starten wollen, ist, weil wir wollten ja mit einer ganz provokativen These starten, nämlich wir gehen mit unseren Hunden eigentlich gar nicht spazieren. Oder ihr solltet mit eurem Hund gar nicht spazieren gehen. Genau. Jetzt haben wir euch, oder? Jetzt wollt ihr doch die Auflösung hören. Was redet ihr da? Wer jetzt noch nicht abgeschalten hat bei dem ganzen Blödsinn, der vorher passiert ist, der bleibt jetzt dran. Ja, der bleibt jetzt fix dran, ja. Ja, cool. Also wir wollen natürlich jetzt genauer darauf eingehen, was wir damit meinen. Und ich formuliere das ja oft so, gerade weil ich ja viel mit Welpen arbeite und sage das meinen Menschen so, weil zumindest beim Welpen ist es so, dass wir eben im Kopf haben, wir gehen mit unseren Hunden da unsere Runden. Und falls ihr noch keinen Hund habt und ihr geht spazieren, werdet ihr tendenziell ja relativ zügig gehen. Also ja, ich kenne niemanden, der ohne Hund langsamer oder gleich schnell ist wie mit, ja, Hund. Also ja, ich glaube, jeder, der mal geht, hat meistens ein Ziel. Ja. Oder wir haben ja auch auf dem Kopf eine Runde im Park, wir wollen diese Runde erreichen. Genau, man geht ja auch los, also jetzt mit oder ohne Hund haben doch die meisten Menschen im Kopf. Ich habe jetzt, keine Ahnung, diesen 2- oder 1-stündigen Slot, der irgendwie in meinem Tag gerade gut passt. Ich muss jetzt irgendwie diese Runde halt irgendwie da schaffen. Und dann schaut man halt, dass man diese Runde in der Zeit schafft, weil man muss ja dann wieder zu Hause sein. Genau, ja, genau. Und das ist ja schon mal so das Erste, worauf wir eingehen wollen, dass man das, egal bei welchem Hund, versuchen sollte, nicht zu haben. Warum, Alina? Warum wollen wir das nicht? Ja, ich weiß nicht, was die Antwort ist, die du dir erwartest, aber ich würde das spontan sagen, weil der Hund die Welt einfach anders wahrnimmt und andere Bedürfnisse hat oft als der Mensch. Und der Hund hat nicht im Kopf, heute ist Mittwoch, da haben wir 2 Stunden Zeit. Ich muss jetzt da diese Runde gehen, sondern der Hund geht erstmal raus, will da mal schnüffeln, da sind irgendwie diese ganzen neuen spannenden Gerüche, will sich Zeit nehmen eben dafür, der Hund nimmt einfach seine Umgebung anders wahr als der Mensch und dadurch entsteht einfach der Spaziergang ja anders oder schaut der Hund anders. Ja, nimmt der Hund einen Spaziergang anders wahr. Und ich glaube, Hunde oder halt auch so freie, wilde Hunde, die gehen ja nicht spazieren. Die machen jetzt nicht so, jetzt machen wir diese Wanderroute oder diese Spazierroute, sondern die bewegen sich schon so auch relativ weit weg. So manche Hunde haben ja doch ein recht großes Bewegungsdrang. Die legen schon Strecken zurück. So ist es ja auch nicht. Aber eben, die bleiben einmal am Fleck und dann chillen sie da oder dann schnüffeln sie mal hier, schnüffeln sie mal da. Die sind ja ganz viel auch auf Futtersuche. Ist ja auch das Natürlichste der Welt für den Hund, irgendwie da irgendwie Futterspuren am Boden irgendwie nachzugehen. Genau, das wäre jetzt so meine Antwort. Ja, mega cool. Und insbesondere, ja, hast du ja schon den Bogen schön gespannt. Wir wollen heute so ein bisschen die Perspektive weg vom Menschen. Genau. Und ihr spielt trotzdem eine Rolle, ihr geht auch mit. Ihr sollt auch ein bisschen Spaß zumindest haben. Keine Sorge. Aber wir gehen halt oft viel zu sehr von uns aus oder auch von den Bildern im Kopf. Und wir wollen jetzt mal ganz offen bleiben. Auch weil ja jeder Hund ein bisschen anders ist. Wir werden noch darüber reden, wo Werners Lieblingsspaziergang war von meinem Hund. Das wird euch vielleicht etwas überraschen. Mich, genau, hat sehr überrascht. Und hin zu den Hund besser kennenlernen. Genau. Und das ist aus vielen Gründen, finde ich, sinnvoll. Zum einen einfach, weil es dem Hund dann besser geht, wenn man so ein bisschen mehr auf seine Bedürfnisse eingeht, weil Hunde leben in unserer Welt sehr fremdbestimmt, sehr kontrolliert. Ja. Ja. Da kann man ruhig so ein bisschen schauen, na, wie kann ich dir entgegenkommen, lieber Hund? Die uns ja so viel dafür zurückgeben, ja, denen wir auch so viel zu verdanken haben, auch als Kultur, auch als Menschen. Ja. Also, dass wir so heute da sein können, haben wir vermutlich ganz stark auch dem Hund zu verdanken. Ja. Und
natürlich auch einfach ein Verhaltenstraining ist es eigentlich, weil je wohler sich der Hund fühlt, desto besser wird er sich verhalten. Also jetzt ganz neutral gesagt, jetzt ohne Bewertung, weil natürlich besser und gut ist natürlich immer auch Geschmackssache und gesellschaftlich und wo du lebst. Aber grundsätzlich die meisten Verhaltensprobleme entstehen aufgrund von Stress, aufgrund von Situationen, in denen wir unsere Hunde in Konflikte führen etc. Gerade die gefürchtete Aggression hat ganz viel damit zu tun. Und mehr auf den Hund einzugehen, ist auch schon ein Teil von mitunter einer Verhaltenstherapie. Ja. Also gerade, das hast du ja schon mitbekommen, wenn bei mir Problemhunde ins Problemhund, also ein Hund, Mensch, möchte an Themen arbeiten, weil der Hund sich in einer Situation so verhält, dass es gesellschaftlich nicht gut ist, noch nicht gut für den Hund, weil es ihm nicht gut geht, dass es da ganz viel darum geht, den Menschen zu zeigen, wie kann ich die Bedürfnisse der Hunde besser stillen, insbesondere im Spaziergang. Genau. Und da passiert Magic. Ja. Ja. Und das möchten wir euch jetzt so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, das war so unser Gedanke. Genau. Ja. Genau. Wollen wir mal anfangen mit dem Thema, was will denn ein Hund überhaupt? Was wollen die beim Spaziergang? Ja. Na sag mal, was willst du, Hund? Was will ein Hund? Ein Hund will schnüffeln, der will seine Umgebung erkunden mit den Sinnesorganen, die bei ihm einfach eine große Rolle spielt. Also die Nase. Ja. Genau, der Hund will einfach seine Umgebung erkunden und bei seinen Schnüffelpunkten einfach ausreichend Zeit haben. Der will sich wahrscheinlich auch lösen, wenn er aus einer Wohnung kommt und nicht aus einem Garten, wo er das machen konnte. Der will manchmal vielleicht auch Kontakt zu Artgenossen haben. Was will der manchmal noch? Manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Vielleicht nicht mit jedem. Genau. Der will, manche Hunde wollen schon auch Bewegung einfach haben. Oder viele Hunde. Was will der noch? Der will Futter suchen. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube den total. Genau. Was will der noch? Und dann kommen noch die Einzelnen. Ist voll gemein, ne? Wir stagen ja nicht, ne? Wir sind ja wirklich bewusst dieser Dialog hier entstehen. Nur, dass ihr wisst, warum es manchmal... Wir haben keine Notizen. Ich sitze vor einem leeren Blatt. Ich habe Notizen gemacht. Ich war brav. Ganz bewusst, weil du ja eben im Prozess bist. Genau. Und dadurch ja auch ganz andere Gedanken einbringen kannst. Genau. Ne? Und worauf ich noch so ein bisschen hinaus will, ist, auch in den individuellen Hund dann noch anzuschauen. Was braucht mein Hund? Mm. Und ich bringe dazu gleich ein sehr plakatives Beispiel. Ja. Nachdem ich meinen Bildschirm wieder gestartet habe, der sich immer wieder ausschaltet. Das ist wirklich einfach die Folge, könnte auch die Chaos-Folge. Nee, man lernt, ich sage ja immer, ich bin Hundetrainerin und keine Technikerin. Es gibt einen guten Grund, warum ich eben nicht in der IT-Branche bin. ich erzähle mal ein Beispiel von mir, nämlich Werner, von dem ihr öfter noch hören werdet, mein letzter Hund, der einige Themen hatte, auch auf der Straße durchaus. Und natürlich konnte ich den nicht einfach ableinen und sagen, geh mal los. Das wäre dann nicht so schön geendet. Ich finde aber ganz ein wichtiger Punkt das Thema Kontrolle und Freiheit des Hundes. Ja. Und ich finde, wir sollten den Hunden so viel wie möglich Freiheit bieten. Ja. Einfach, weil das, glaube ich, gar außer Frage steht, dass jeder gerne so viel Freiheit hat, wie er mag. Und dort, wo es sicher ist und in einem gesicherten Rahmen, sollte ich ihm das so viel wie möglich geben. Und gerade beim täglichen Spaziergang können wir noch ganz viel draufsetzen, was Freiheit angeht, und wir haben es vielleicht nicht im Schirm. Ja. Bei mir war es so, während der Woche wollte ich, wenn wir die kleinen Runden hier gemacht haben und keine Ausflüge, wollte ich in den nächsten Park. Dort sind wir hingegangen. Das habe ich so ein bisschen als Richtung vorgegeben. Das Tempo war mir total egal. Mhm. Also ich wollte nicht hingezogen werden, das ist klar. Aber Dana wollte sowieso überall pinkeln und markieren und schnüffeln und das war alles super. Also vom Tempo her war ich ganz happy. Auch das ist ja schon wichtig. Ne? Mhm. Also ihr müsst euch nicht, also es heißt nicht, ich lasse meinen Hund, ich lasse mich da durchziehen, habe nachher Schulterprobleme. Ja, genau. Ja, ist auch für den Hund dann meistens auch nicht so toll übrigens. Aber ich habe ihn eben schnüffeln lassen, ganz gemütlich in den Park gehen und dann durfte er natürlich komplett entscheiden, welchen Weg er dort einschlagen will, wo er schnüffeln will, welchen Hund er Hallo sagen will. Auch das habe ich ihm entscheiden lassen.
angenommen, er hat mal gesagt, ich finde den Hund total blöd. Und wenn Werner einen Hund blöd fand, dann war da, war das, da gab's dann, da musste ich natürlich einschreiten und sagen, ja, weil Werner eben das leider auf eine Art gezeigt hat, die nicht so ideal war. Da habe ich dann natürlich gesagt, nee, Werner, da gehen wir jetzt einen Bogen. Ich weiß, dieser arme humpelnde Dobermann. Oh total Gott. Der nette Hund, den hat der total am Kicker. Da habe ich natürlich ihm keine nicht diese Freiheit lassen können, aber die meisten kleinen Hunde waren ja ganz cool mit ihm und er mit ihm und da durfte er auch Hallo sagen, vorausgesetzt, es war für den anderen wieder okay. Ja? Also die Kunst ist ja, dem Hund viel Freiheiten zu geben, ohne andere zu belästigen. Ja. Und sonntags, also das war, finde ich, klingt doch schon nett, oder? Ja. Das klingt doch wirklich schon sehr bedürfnisorientiert. Ja. Aber das wollte Werner nicht. Das war nicht sein tiefster Wunsch. Was wollte Werner? Das hatte ich sonntags immer am... Ich weiß es schon. Du weißt es? Ja. Und zwar sonntags habe ich ihn immer komplett entscheiden lassen, weil da hatte ich Zeit, wenn ich in dem Mindset war. Also ich würde jetzt, wenn ich sage, es war jeden Sonntag was, ich war auch nicht immer so aufgelegt, aber ich würde schon sagen, dass das am Schluss fast jeden Sonntag war, durfte er komplett entscheiden, wo wir hingehen. Und ich wohne in Downtown Wien. Oder ich wohnte damals in Downtown Wien. Also wirklich knackig. Und das Spannende war, das hat er ziemlich schnell gemerkt, ah, heute gehen wir so, weil allein mein ganzes Verhalten so war. Ich bin hinten gestanden, habe wirklich keine Bewegung gemacht. Also allein mit kleinen Bewegungen lenken wir unsere Hunde oft schon. Ja. Sondern wirklich ihm gewartet, bis er den ersten Impuls setzt, um ihm danach zu gehen. Ja, und wo ging es hin? Du weißt es. Falls ihr googeln wollt, Matzleinsdorfer Platz, regelmäßig der hässlichste Platz Wiens gekürt, dort vorbei auf die Triesterstraße. Eine, ich glaube, es ist sechsspurige Hauptverkehrsstraße. Das ist wirklich der schrecklichste Ort auf der ganzen Welt, glaube ich. Da willst du nicht hingehen, zumindest nicht zu Fuß. Da willst du nicht mehr Auto fahren, auch mit dem Auto nicht. Niemand will dorthin. Nein. Aber Werner wollte dorthin. Mit einer Begeisterung. Und ich weiß, als er mich das erste Mal, da bin ich nämlich von der Fortbildung gekommen und habe nochmal diesen Impuls gehabt, lass den Hund mehr Kontrolle geben. Und ich so, ja, na gut, dann mal richtig. Wie er mich dahin führt und ich das anfange zu filmen, weil ich mir gedacht habe, das glaubt mir kein Mensch. Und ich weiß noch, wie ich dann so dort an der Ecke stehe und wir könnten noch links so ein bisschen in eine nettere Gegend rein. Und wie ich da stehe, Werner, bitte nicht. Und er schaut mich an, doch, genau da will ich hin. Und ich, na gut, jetzt machen wir das mal, spielen wir mal das konsequente Spiel. Der wird doch schnell merken, dass es laut und grauselig ist. Nein, er fand es super. Gefühlt hat er gestrahlt wie noch nie. Hinter diesem strahlenden, glücklichen Hund hinterher. Spannenderweise war der so cool wie nie, also dem waren auch die Hunde, der hat viel besser an dieser Straße mit Hundebegegnungen umgehen können. Weiß nicht, so was komisch. Da für tolle Pip. Wahrscheinlich haben da viele Betrunkene einfach hingepisst. Ich weiß nicht, es war einfach ganz, ganz toll für ihn. Und irgendwann ist er dann mit mir so in den 10. Bezirk abgebogen und an jedem Park immer schön vorbei, bloß nicht auf eine Grünzone. Und irgendwann ist er wirklich heimgegangen. Also nach ein, zwei Stunden waren wir wieder zu Hause. Also ich habe das komplett konsequent durchgezogen. Ja. Und ich kann dir sagen, das erste Mal war das schwierig. Ja. Das ist schwierig, hier die Führung in Anführungsstrichen abzugeben. Ja, die Kontrolle. Die Kontrolle abzugeben. Ja. 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 Natürlich mit Leine. Natürlich bin ich so ein bisschen wie eine Fahrlehrerin, die halt trotzdem im Zweifelsfall halt auf die Bremse steigen muss. Genau. Habe ich aber kaum müssen. Also das waren wirklich die entspanntesten Begegnungen. Auch wieder spannend zu sehen, was passiert, wenn wir unseren Hunden mehr Freiheiten geben würden. Ja. Da kommt manchmal ganz was Gutes raus. Ja. Und hier sehen wir, nicht jeder Hund hat dieselben Bedürfnisse. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass es viele Hunde gibt, die gerne die Triesterstraße entlang marschieren würden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch so ein erster Gedanke oder ganz ein wichtiger Impuls. Lernt euren Hund kennen. Ja. Das macht doch so viel Spaß. Also ich habe dieses Video, was du damals gemacht hast, habe ich auch gesehen und habe mich davon voll inspirieren lassen. Damals schon? Ja, voll. Ah, cool. Und damals hatte ich damals hatte ich eben noch meinen alten Hund, den Mucki, und habe das dann eben einmal mit ihm, damals habe ich im 23. Bezirk gewohnt, wo man ja sehr entspannt am Liesingbach mit ganz viel Fläche ohne Straße hat, wo man das ja wirklich sehr gut machen kann. Im Sinne von sehr in einem sehr sicheren Rahmen einfach machen kann, habe ich mit ihm das gemacht und dann hat mir das so Spaß gemacht und fand ich das so cool,
dass ich dann auch, habe ich auch geschaut, dass ich das regelmäßig mache, irgendwo erstmal hinfahren, also zum Beispiel auch so ein bisschen raus aus der Stadt an irgendeinen Ort, wo er vielleicht auch ohne Leine gehen kann, legal und auch sicher. Und jetzt ist unsere Schallwand umgefallen. Das ist heute einfach alles so ein bisschen arg. Genau, und dann war ich echt so, okay, Leine ab oder halt Leine dran, wo es nötig war. Und dann sind wir einfach marschiert und ich bin ihm hinterher marschiert. Und wir sind da durch die ärgsten Gestrüppe, hat er mich durchgeführt. Also es war teilweise schon ein bisschen arg, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, weil ich bin an Orte gekommen, an die wäre ich sonst niemals gegangen. Und es war so schön zu sehen, okay, an welchen Orten fühlt er sich wirklich wohl? Wo will er hingehen? Was interessiert ihn wirklich? Und was ist auch für ihn eine Runde? Also gerade natürlich, wenn wir wohin gefahren sind, dann konnte er nicht die Runde selber schließen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Aber ich habe dann schon gemerkt, okay, irgendwie hat das dann schon angezeigt, wenn es dann auch mal gereicht hat. Und dann habe ich halt geschaut, okay, wo ist das nächste Öffi, was uns wieder zurück nach Hause bringen könnte. Oder die Runden, die wir eben von unserem Zuhause damals halt losgestartet haben. Da war es genauso, wie du das mit Werner gerade beschrieben hast. Die haben dann wieder geendet bei uns zu Hause. Und ich habe mich dann auch so gewundert, okay, good to know, du findest wieder nach Hause. Also es ist auch gut zu wissen und auch irgendwie cool. Voll. Also kann ich extrem empfehlen, einfach so Hundeausflüge vom Hund einfach mal gestalten zu lassen und dann wirklich, wirklich ehrlich sein mit sich selber und den Hund wirklich ehrlich vorausgehen lassen und auch Pausen machen lassen, wenn er Pause machen will. Ja. Ja, das ist Pausen. Das ist ja das, was uns oft auch so schwer fällt, ja. Wenn die sich da dann nicht weiter bewegen. Bei Welpen, also alle Welpenbesitzerinnen, es ist, ihr könnt wirklich das Wort spazieren gehen streichen. Vergiss es, du gehst nicht spazieren mit den Welpen. Du hast eine philosophische Zeit da draußen. und das ist gut so. Ja. Also ich finde spannenderweise wirklich dieses Pausen zulassen. Ich meine natürlich jetzt nicht auf einer Kreuzung, da muss ich jetzt sagen, ja, bitte 10 Meter weiter, aber das machen ja die meisten. Die sind ja, wenn man denen mehr Vertrauen schenkt, die sind kompetenter, als wir glauben. Ich sage jetzt nicht jeder Welpe in der Innenstadt, dass die jetzt nicht die, aber so grundsätzlich da verändert sich ganz viel in der Perspektive, finde ich, oder? Wenn du plötzlich merkst, hey, mein Hund ist nicht, der braucht nicht dauernd meine Führung und, ne, also die beobachten uns, die kriegen schon ganz viel mit. Ja. Aber vor allem dieses Pause machen, das ist was, lasst es zu. Ja. Das ist echt das, was auch nicht so leicht ist. Ja, voll. Also ich habe ein Kleinkind. Ich weiß, wie das ist. Wandern gehen mit Kleinkind. Sehr entschleunigend. Richtig. Und ich predige das ja seit Jahren, dieses, na, lass doch den Hund. Und bei Hunden kriege ich das ja diese Stunde, die ich dann bei den Menschen bin, ganz gut hin. Ich merke aber jetzt selber, jetzt seit ich ein Kind habe, so, oh, das ist schon manchmal, da stehen wir jetzt. Und vielleicht ist es auch eine Lektion für uns, zu entschleunigen, im Moment zu leben. Ja. Ich habe erst gestern so eine schöne Situation beobachtet, die da so gut dazu passt, war ich eben auch mit dem Sigi draußen und wir haben halt unsere Runde gemacht und sind halt an einer Person vorbei, die mit so einem ganz, ganz alten, so richtig, richtig crusty, also der war wahrscheinlich einfach so 25 Jahre alt, so hat er ausgeschaut, Golden Retriever, da gestanden ist und das schon gemerkt, okay, der nimmt sich jetzt gleich eine Pause. Er hat sich einfach mitten am Weg hingelegt und war dann einfach da gechillt. Und der Mensch ist einfach wie selbstverständlich, so hat sich daneben gestellt, hat sich so ganz entspannt so an den Laternenpfosten angelehnt. Und dann sind die da echt sicher so eine Viertelstunde einfach, waren die da. Und ich fand das so schön. Ich fand das echt einfach so schön. Also nicht nur mit Welpen sind die Pausen wichtig, sondern halt einfach auch mit alten oder älteren Hunden. Genau, ich fand es einfach so schön, dass der denen dann wirklich die Pause gegeben hat und dass man dann auch sagt, okay, das ist jetzt einfach Teil von unserem Spaziergang und wir müssen jetzt deswegen ja auch nicht nach Hause gehen. Es ist ja für den Hund dann ja auch voll bereichernd und schön, einfach draußen zu sein und die Welt von draußen irgendwie vorbeiziehen zu lassen und da trotzdem die Gerüche wahrzunehmen und trotzdem die Hunde zu sehen, die an einem vorbeigehen. Also das fand ich voll schön zu beobachten. Mega. Ich
habe übrigens auch gerade, fällt mir gerade eine Anekdote dazu ein, ja, zu älterem Hund. Wir hatten, wo wir vorher gewohnt haben, gab es ein älteres Pärchen, die hatten einen Hund und ja, der Mann ging schon am Rollator. Ja. Und der hat die Flexileine einfach da eingehakt am Rollator und Udo hat den, Udo hieß er, Udo hat den durch die Welt geführt. Und unsere Hunde wurden befreundet und dann redest du natürlich und ja, dann triffst du dich halt abends bei den Runden und weißt du, was wir oft erlebt haben? Wir gehen so unsere Runde, treffen uns, gehen weiter, kommen so an der Haustür vorbei. Udo kommt uns auch schon so entgegen. Udo marschiert aber noch nicht nach Hause, sondern geht weiter und der Besitzer, mhm, total cool. Udo ist noch nicht fertig und der marschiert mit seinem Rollator weiter. Geil. Und es war so schön zu sehen, wie dieser alte Mensch, ja, sich die Zeit nimmt, ja, der vielleicht auch, keine Ahnung, ob der noch Bock hatte, aber so selbstverständlich, ja, Udo will noch weitergehen. Mhm. Aber, und spannenderweise, ja, übrigens bei dem, ja, Udo hat den ja geführt mit dem Rollator, ja, und Udo durfte wirklich fast überall hingehen, wo der wollte, und der hat den nur zwischen Autos durchgeführt, wo er gemerkt hat, der passt da mit seinem Rollator durch. Das ist so cool. Also was für eine Kompetenz, ja, da Hunde entwickeln. Ja, ja, ich finde es auch total spannend, weil ich glaube, die meisten Leute oder so das allgemeine Gedanken irgendwie, wenn wir solche Geschichten erzählen, ist ja vielleicht, dass die Leute dann sagen, ja, aber du kannst doch nicht den Hund das entscheiden. Also du musst den ja führen. Und wo kommen wir denn da hin, wenn der Hund jetzt das alles entscheiden darf und halt so dieses Kontrolle abgeben, mhm, ist ja total negativ auch konnotiert oft in der, ja, in der Hundebubble. Voll. Also das ist, da wird ja auch grad, so viel Angst gemacht. Genau. Ja. Gerade so, weiß ich nicht, eine ältere Person am Rollator, die sagt, ah, der Udo ist noch nicht fertig, ja, gib ihm halt noch eine Runde. Dann da wird vielleicht schon bei irgendjemandem so die Alarmglocken losgehen und sagen, okay, ja, wow, was darf der Hund noch? Entscheidet hier, voll, wie lange es hier so geht, das machen wir doch. Genau, voll, ja, ja. So viele, also, Ängste da, gell? Genau. Die so geschürt wurden. Ja, voll, genau. Also da, um da vielleicht auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Nein, ihr dürft eurem Hund Kontrolle geben. Es wird Positives bringen und nicht so viel Negatives. Der Hund wird dadurch nicht die Weltherrschaft übernehmen. Genau. Und ja, ihr seid natürlich verantwortlich. Natürlich, wir wohnen, also ich hatte fast nur Hunde aus dem Tierheim, die ihre Rucksäckchen mitgebracht haben. Ja. Freilauf wäre halt nicht gegangen. Ja. Aber natürlich ist es am schönsten, Hunde einfach freilaufen zu lassen. Ja, also wenn du so Bilder siehst von, ich weiß nicht, Leuten, die in Schottland leben und die Hunde rennen frei rum, das ist natürlich ein, genau, super Traum. Und ich finde, gerade an der Leine kann man ja eben durch, ich lass dich führen, ich, genau, gehe dir nach, dem Hund eben so ein bisschen Freiheit geben. Genau. Ja, da vielleicht sollte auch noch angemerkt sein, das Folge soll jetzt kein Freifahrtschein sein für alle Leute, ihre Hunde unangeleint in der Gegend herum, oh ja, rennen zu lassen, ohne dass sie Rückruf haben oder irgendwas. Weil, nein, einfach nur bitte nicht. Richtig, ja, richtig, voll, richtig. Also wenn einfach ihr euren nur, wenn es für den anderen passt. Also, genau, wenn euer Hund niemanden, genau, keine Grenzen von anderen verlässt. Genau. Verlässt, und könnt ihr alles machen. Genau. Und dadurch muss der Hund einfach gewisse Signale können. Und wenn die in manchen Situationen halt nicht gehen, dann ja, bitte einfach Leine dran. Mhm. Und dann kann man das ja mit der Leine ganz genauso oder sehr ähnlich ausüben. Da kommen wir eh zu einem Punkt. Ich würde tatsächlich manchmal sagen, ist es besser für den Hund, ja, im Sinne des Hundes, tatsächlich, ja, die Leine dran zu, ja, haben. Auch für seine Bedürfnisbefriedigung. Ja. Das war noch zu Sheila Harper Zeiten, also das ist, mhm, über 10 Jahre her. Ich hatte damals die Greta, mhm, die sehr alltagstauglich, würde ich jetzt mal ganz vereinfacht sagen. Also die konnte ich in vielen Situationen freilaufen lassen. Die ist nicht zu Hunden hingerannt und auch nicht, mhm, zu Menschen. Die ist einfach ihre Wege gegangen. Gleichzeitig lebe ich aber in Wien. Ja. Und ich habe mir aber eingebildet, die muss ich in den Straßen auch freilaufen lassen. Mhm. Und die habe ich zugeballert mit Signalen. Mhm. Komm hier, Fuß. Hier, nein, mhm, aus. Und die hat ja auf jedes Signal reagiert. Mhm. Und und es war natürlich cool. Ja. Wie cool ist das, du gehst mit einem freilaufenden Hund. Ja. Und ich sag Stopp und der Hund macht Stopp. Und was habe ich da für cooles Feedback? Weißt du, ich habe mir da wirklich was drauf eingebildet. Mhm. Was man psychologisch mal hinterfragen könnte, warum ich da so drauf scharf war, dass irgendwelche Leute, fremden Leute auf der Straße mich gefühlt bewundern, ob sie das gemacht haben oder nicht. In meinem Kopf ist das ja, nur, ne? Das ist ja ganz viel. Aber ja, ich brauchte meinen Catwalk. Aber der Punkt ist, ich glaube nicht, dass es ihr so gut ging dabei. Mhm. Also ich glaube, dass sie hätte sie einfach eine 5-Meter-Leine dran gehabt, ja, was ich ja jetzt dann bei meinem nächsten Hund immer gemacht habe, und sie einfach schnüffeln lasse und sie lieber absichere und sie muss nicht die ganze mit einem Ohr bei mir sein, ja, dass das für sie viel schöner gewesen wäre. Ja. Das ist ja wie bei einem Kind,
das ich auf dem Spielplatz entlasse, aber alle paar Minuten, na, jetzt kommst du aber her, aber jetzt machst du aber das, jetzt machst du aber das. Ja. Und das Kind nie in diesen Flow kommt und sagen kann, nee, aber ich würde jetzt schon gerne mal das und das machen. Ja, voll. Genau. Das ist auch super spannend und vielleicht auch gar nicht so intuitiv für die meisten. Ja, und wir sehen natürlich die Leute, natürlich schaut das mega cool aus, ja, und sicher. Jeder will das und das sind die Oberchecker. Voll, aber geht es dem Hund wirklich so gut? Kann der sich so schön vertiefen? Ja. Genau, einfach. Und was da ja auch dann noch dazu kommt, ist, ein Hund ist halt einfach ein Hund und kein Roboter, den man programmiert und dann funktioniert das 100%, sondern haben wir ja schon in den letzten Folgen öfter angeschnitten, einfach gewisse Dinge, es gibt einfach Ausnahmesituationen, die nicht vorhersehbar sind und das will man ja dann einfach vermeiden, dass der Hund dann doch auf einmal auf die Straße läuft und das war's dann. Also es kann alles passieren und wenn der Hund noch so gut hört oder man das Gefühl hat, man hat ihn noch so gut unter Kontrolle, es kann immer irgendwas passieren und das weißt du einfach vorher nicht und dann ist es doch einfach so viel besser für alle, wenn dann die Leine dran ist und der Hund dann nicht auf einmal unterm Auto liegt, im schlimmsten Fall. Ja, und wir sind ja auch, wir haben ja auch nicht das Bild, also ich finde ja auch, Hundeerziehung hat bei mir ja schon ganz stark auch den, ich will ja beiden dienen, wenn Menschen zu mir kommen, Mensch und Hund. Und mein Bild ist ja nicht, du kommst zu mir und wir programmieren den Hund so, wie du das haben willst, sondern wir schauen, was finden wir für Lösungen, weil natürlich auch eure Bedürfnisse wichtig sind. Und da kommen wir schon noch zu einem anderen Punkt. Mhm. Also ihr müsst nicht jeden, also ich bin nicht jeden Tag auf die Triester Straße gehatscht. Also nein, danke. Meine Lunge ist wahrscheinlich voller Feinstaub deswegen, keine Ahnung. Aber das ist natürlich, ihr müsst für euch schauen, wie findet ihr Kompromisse. Und das ist halt das Leben mit Hunden, Kompromiss. Genau. Was mir aber wichtig ist, ist, dass man sich dessen bewusst ist, ihr seid für den Hund zuständig, ihr dürft natürlich auch so ein bisschen den Spaziergang genießen, aber dass man halt einfach nicht sich von Glaubenssätzen da beeinflussen lässt, weil man im Kopf noch hat, der Hund hat, meine Oma sagt, die Trainer oder der Trainer im Fernsehen sagt, sondern nee, ihr entscheidet, was für euch machbar ist, gehe ich durch diesen Dornbusch oder nicht? Oh, hätte ich das nur vorher gewusst, dass ich da nicht durch muss. jetzt weißt du. Jetzt weiß ich's. Und ich habe ich war ja jahrelang Gassigeherin im Tierheim, ehrenamtlich. Mhm. Ne? Mhm. Und habe mit ganz, ganz vielen Hunden einfach mich auf die einlassen können, auch gar nicht mit dieser Trainingskomponente. Und das war, glaube ich, der Lernprozess, der mir auch schwer gefallen ist am Anfang. Mhm. Du hast dann einen totalen Knaller, einen gefährlichen Hund an der Leine und wie, ich gebe dir mehr Kontrolle. Und für mich war das ja auch so faszinierend zu sehen, wie diese Hunde plötzlich entspannter wurden dann dadurch. Mhm. Na, das war schon Learning, insbesondere mit meinem Background vom Pferdesport, wo du einem Pferd ein Metallteil ins Maul steckst und jede Kopfbewegung kontrollierst. Mhm. Also ich komme ja aus einer Ecke, wo man das Tier vollkommen kontrolliert. Ja. Und das war für mich auch nochmal so ein Paradoxon, dieses, wie je weniger wir unsere Hunde kontrollieren, tendenziell zeigen sie dann besseres Verhalten. Ja, besser im Sinne von das, was wir uns wünschen. Genau. Also natürlich wird vielleicht jemand anders, der sagt, ich stehe total auf bei Fuß gehen und natürlich in manchen Situationen ist das ein bisschen anderes, aber so grundsätzlich war das faszinierend, gerade bei hier aggressiven Hunden, was das auch für eine verhaltenstherapeutische Wirkung hatte. Und bei Welpen, wieder zurück zu der Basis, oder wenn ihr einen jungen Hund habt oder einen Hund kriegt, bei Welpen erlebe ich halt so oft, dass wir zu schnell mit den Welpen durch die Welt gehen. Mhm. Selbst wenn du sagst, ich gehe langsamer, du gehst, das ist ein frustrierendes Tempo. Wenn du frustriert bist, machst du es richtig. Und die werden viel zu schnell durch die Welt geballert. Sie werden überreizt, in der Stadt extrem. Du siehst ja auch, von sich aus würden die in der Stadt ganz oft 10 Meter gehen und dann liegen die wieder und verarbeiten mal alles, was sie da gesehen haben. Und wenn du einen Hund, einen freilaufenden Welpen an Straßen und sehen würdest, würde der niemals in diesem Tempo so rummarschieren. Und dann entstehen ganz viele Verhaltensprobleme dadurch. Und Hunde, die an der Leine ziehen und. Es sind also jetzt gar nicht nur aus Hundesicht, hilft es dem Hund, sondern da entstehen auch ganz, ganz viele Probleme. Also das möchte ich auch noch so ein bisschen mit einwerfen. Ein Punkt, der mir auch noch einfallen würde, Thema Auslastung, weil ja auch so ein bisschen der Spaziergang soll ja für die Auslastung auch da sein. Und
genau, man will halt den Kunden ja körperlich auslasten. Das ist ja auch oft der Grund, warum man dann sagt, okay, man will jetzt diese große oder halt größere Runde halt irgendwie einfach schaffen, in dieser begrenzten Zeit, die man ja meistens hat. Man hat ja nicht meistens nicht den ganzen Tag für den Hund Zeit. Das wäre sehr schön, wenn man nichts anderes zu tun hätte im Leben. Aber genau, man hat ja oft diese begrenzte Zeit und will halt dann den Hund da bestmöglichst auslasten. Mhm. Und dann genau schaut man, dass man halt irgendwie möglichst große Strecke zurücklegt. Vielleicht, wenn man daran denkt, irgendwie vielleicht sogar auch noch irgendwelche so Spiele einbaut, dass der vielleicht auch geistig ein bisschen ausgelastet wird. Aber was ich halt auch beobachtet habe, gerade jetzt auch beim Sigi, also der kommt, wenn wir unsere Schnüffelrunden, nenne ich sie. Also wir haben so unsere Spaziergerunden. Ich mache da auch so den Unterschied. So, wir haben unsere Spaziergerunden, wo es mir auch selber ein Bedürfnis ist. Ich will jetzt da in diesen Wiener Prater gehen und da will ich jetzt diese Runde gehen. Genau. Und es gibt aber halt auch die Schnüffelrunden, wo er entscheidet, wo gehen wir jetzt hin, in welchem Tempo, und es mir ein bisschen wurscht ist, ob wir dann irgendwie irgendwo im 11. Bezirk auf der Straße landen oder doch im Prater. Genau, und er ist nach diesen Schnüffelrunden, wo wir weit nicht so eine weite Distanz zurücklegen wie auf meinen vorgegebenen Runden, oft viel ausgelasteter und viel entspannter und ruhiger und schläft danach viel länger, genau, als auf den Runden, die ich vorgegeben habe, weil er da viel mehr zum Schnüffeln kommt, viel mehr einfach diese Bedürfnisbefriedigung, die er hat und die er einfach aus sich heraus dann machen kann, total müde und ausgelastet wird. Also das ist vielleicht auch noch so ein ganz guter Punkt, einfach mehr zuzuhören, okay, was sind eigentlich die Bedürfnisse vom Hund, und wenn die befriedigt sind, dann wird der Hund auch ausgelastet und gar nicht so sehr, okay, ich glaube irgendwie der Hund muss jetzt 10 Kilometer gehen und das machen und das machen und dann ist er ausgelastet. Genau. Ja, das kann ja sogar richtig nach hinten losgehen. Ja, genau. Ja, so genau. Der absolute Knaller ist ja, du hattest den ganzen Tag keine Zeit, ja. Deswegen machen wir jetzt erst recht Ballspiele, zum Beispiel sehr hocherregende Aktivitäten. Ja. Ja. Und vielleicht für euch, also wenn ihr heimkommt und du merkst, dein Hund läuft ruhig, bögelig, schnüffelnd rein, trinkt vielleicht noch was und legt sich hin, ist das meistens ein gutes Zeichen. Ja. Hingegen, wenn der heimkommt und da erst vielleicht seine Zoomies kriegt, also wenn die anfangen, da wild hochzuspringen, in die Leine zu beißen, solche Dinge, dann könnte die Art, wie er spazieren geht, mit ein Grund sein, dass der Hund jetzt eben nicht sagt, oh cool, ich bin jetzt daheim, sondern ja, gefühlt diese ganze Erregung erst recht wieder rauslässt und der voll eigentlich total Punkt. Hoch gepusht ist. Extrem guter Punkt, ja. Genau. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mache ja auch Hundesport mit dem Sieger, also wir gehen Canicrossen, und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von Spazierengehen, weil es ein Spazierenlaufen ist, aber halt sehr vorgegeben, und der Hund ist da vorne in diesem Geschirr gespannt, an mir befestigt, und wir rennen. So, die Aufgabe ist, zieh mich dorthin, wo ich das will, und hab mit Links-Rechts-Stopp-Signal quasi auf mich zu hören. Und da habe ich auch gelernt, nicht diesen Lauf quasi irgendwie 10 Meter vor der Haustür zu beenden und jetzt gehen wir nach Hause und passt, sondern da einfach wirklich mit Zeit zu nehmen, ein paar Minuten, ihn quasi wirklich runterkommen zu lassen, auch nochmal alles also wirklich auch nochmal schnüffeln lassen und einfach schauen, dass mal quasi, okay, und jetzt darfst du auch nochmal die Welt so erkunden, wie du das möchtest. Vorher übrigens auch, also wir starten erst nachdem er ein paar Minuten also so Schnüffelzeit hatte, und dann können wir Gas geben und das so machen, wie ich mir das vorstelle, hoffentlich. Und danach hat er eben noch Zeit, runterzukommen, weil genau das auch passiert ist, was du gerade gesagt hast, dass er dann nach Hause kommt und eigentlich noch so voll in dem ist. Super. Und einfach da Zeit geben, nochmal zum Runterkommen. Ja, mega nice. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also mal so richtig sprinten können ist schon auch geil für viele Hunde. Ja, voll. Also natürlich. Und ich liebe Canicross am meisten dafür, weil wenn ein Hund ans Fahrrad hängst, dann hat der Hund null Kontrolle und du musst nicht viel leisten. Während bei Canicross, da ist der Mensch der limitierende Faktor. Ja, absolut. Also da musst du ja wirklich sehr fit sein, dass du da deinen Hund zu lange rumhetzt. Absolut. Und das habe ich auch mit Werner gemacht damals. Ich habe die unsportliche Variante. Ich darf ja nicht mehr laufen. Ich habe ja kaputte Knie, sonst hätte es mir auch total gefallen. Dann hättest du Inline-Skaten können mit Werner.
Ja. Aber das ist dann auch wieder, ja, da hängst du dann auch noch hinten dran und schau. Ja, das wäre tatsächlich, ne, vielleicht, ich muss probieren, ob es noch geht, weil ich liebe ja Rollerbladen, ja, das sehr gern gemacht. Ja. Aber ich habe es halt einfach ganz städtisch mit meinem City-Scooter, also mit diesem Roller gemacht. Ah ja, okay. Und ich habe da einfach die Leine festgehalten, habe dem gesagt, hey, jetzt darfst du machen, was du willst. Ja. Und du hast gemerkt, wie manchmal einfach und vielleicht 100 Meter mal, ja, so ein Sprint, ja, so joyful gesprintet ist und, ja, dann war auch wieder gut. Ja, voll. Die wollen das ja nicht ewig. Ja, voll. Hingegen, wenn ich einen Hund habe, der, bei uns jetzt zum Beispiel der Klassiker, du kommst in die Hundezone und der Hund rennt ewig herum, wäre das schon eher, wo ich sage, das könnte eher so ein gestresster Hund sein, der, ja, gerade den Stress ablässt und nicht, ja, ein Hund, der sagt, ich renne jetzt joyful rum. Ja, voll. Ja, genau, also das ist ja auch was, also die Hunde dürfen ja auch mal gaseln, ne? Und die dürfen auch mal spielen, voll, und auch, voll, mal einen Ball nachjagen. Genau. Aber daran denken wir meistens eh. Also in Wien, finde ich, ist der Fokus auf den Hundezonen, ja, sehr stark. Das sind einfach so Hundetrefforte. Mhm. Und natürlich ein Hund, der gerade gespielt hat, ist ja erstmal ruhig. Das ist ja, ja da, deswegen geht man da auch so gern rein. Und es ist natürlich, in Hundespielen ist es auch voll schön so zu sehen. Aber es sollte nicht der Fokus, das ist nicht das Ziel des Spaziergangs. Ich glaube, das ist mal wichtig. Und auch Ballspielen ist nicht das Ziel des Spaziergangs. Wir werden eh auch mal sicher über Ballspielen reden, weil das ganz viele, das muss man richtig machen. Das lieber mal ein-, zweimal. Dann darf man mal so sein Alternativhäschen nachhetzen, aber dann ist auch wieder gut, dass man das nicht übertreibt. Ja. Genau, also man darf natürlich auch, es soll nicht alles nur auf Sparflamme, ja, laufen, aber die Hunde wollen tatsächlich weitgehend Sparflamme. Also, ja, ne, also ein Hund, der beim Spazieren dich nur durch die Gegend zerrt, da wäre immer so mein erster Gedanke, da müssen wir vielleicht ein bisschen am Stress arbeiten. Ja. Genau. Ja. Ja. Also, ich hoffe, ihr habt so eine Idee bekommen, wie könnte man vielleicht einen Spaziergang angehen? Es gibt nicht das Pauschalrezept. Jeder Hund ist anders. Genau. Ja, lernt einfach euren Hund kennen. Traut euch da einfach mal zuzuhören. Nicht immer Vorgaben zu machen. Also es geht ja immer um Zuhören lernen. Ja. Ich finde auch wichtig, das Mindset entspannt starten, ja, ankommen lassen, also gerade wenn man vielleicht einen Ausflug macht, im Auto irgendwo hinkommt, mit Öffis irgendwo hinfährt, ja, dass man eben nicht gleich losmarschiert, sondern dem Hund die Zeit gibt, erstmal seine Umgebung kennenzulernen. Und falls ich einen Hund habe, der das nicht macht, weil er das anders gelernt hat oder wie auch immer, dass ich das vielleicht eher auch fördere und den Hund mit Leckerchen-Suchspielen zum Beispiel erstmal dazu bringen, dass er nicht gleich losmarschiert, sondern erstmal an dieser Stelle öfter vorbeischnüffelt auf der Suche nach Futter, dass er diese Stelle mehrfach kennenlernt, die Umgebung, die Akustik, bis sein Nervensystem wieder runterreguliert ist und er dann auch entspannter in den Spaziergang starten, ja, kann. Also so ganz vereinfacht, entspannt starten, je nachdem vielleicht noch dazwischen ein paar Entspannungsinseln oder der Spaziergang ist eh entspannt. Aber wenn man das so als Orientierung hat, und dann einfach schaut, was braucht mein Hund? Wo fühlt ihr euch wohl? Manchmal überträgt sich das ja auch. Dann merkst du ja, das fühlt sich gut an. Na, voll. Dann seid ihr am richtigen Weg. Genau. Und lasst euch nicht von Bildern im Kopf, die man so im Fernsehen sieht. Oder ne, es ist ja so viel Prägung, die wir haben. Euer Hund ist euer Hund. Lernt ihn kennen. Und schaut, wo es euch hinführt, die Reise. Genau. Und keine Angst haben vom Kontrolle abgeben. Ja, ja. Es wird nichts passieren. Genau. Also ein entspannterer Hund. Richtig. Wir werden vielleicht auch auf Instagram vielleicht auch ein paar Videos dazu teilen. Vielleicht finde ich dieses, genau, Video noch von Werner. Das wäre super. Ich weiß, ich habe es gepostet damals. Ja, ich glaube auch irgendwo in den, oder, Tiefen des Social Medias wird es noch. Wahrscheinlich nicht in so schöner Auflösung, aber ihr kriegt eine Idee. Ja, genau. Ja, wie es ablaufen kann und was das für eine andere Beziehung mit dem Hund ist. Nämlich, genau, wirklich partnerschaftlich. Genau. Cool. Vielen Dank. Magst du noch deinen schönen Werbetext sagen? Du sagst das so schön. Like, ich comment das and nicht. Subscribe. Genau. Ja, und ihr könnt uns gerne Feedback geben. Der Podcast hat ja erst gestartet. Wir sind ganz neu im Business. Genau. Wir freuen uns. Wir wollen mit euch lernen, von euch lernen. Genau. In den Shownotes seht ihr, wo ihr uns schreiben könnt. Super, danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.